Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format. Sie wird unterstützt von der Lejeune Academy München. Liebe Zuschauer, ein herzliches Grüß Gott. Schön, dass Sie wieder Motivation Gesundheit eingeschaltet haben. Ja, mein heutiger Gast ist wieder Frau Dr. Barbara Richards. Sie sind Fachärztin für Innere Medizin und eine der wirklich sehr, sehr guten Kardiologinnen. Vielen Dank. Jetzt, liebe Zuschauer, weiß nicht, ob Sie es wissen, über 20 Millionen Menschen rauchen in Deutschland. Und ich denke, das ist Ihr Thema. Jede Zigarette ist eine zu viel. So ist es, richtig. Jede Zigarette ist eine zu viel, weil das Rauchen ist der negative Gesundheitsfaktor, mit dem man die meisten Krankheiten vermeiden kann. Das heißt, ein Nichtrauchen hat in der Prävention oberstes Gebot. Das heißt, kann man auch sagen, dass Rauchen ein Krankheitsfaktor Nummer eins sein kann? Ja, absolut. Ja. Also es sind immer die drei großen Themen. Rauchen, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung. Das sind unsere ganz großen drei Themen in der Gesundheitsvorsorge und eben in der Motivation. Nicht rauchen, regelmäßige körperliche Aktivität durchführen und gesunde Ernährung. Und was natürlich auch ein Faktor ist, ist Motivationsmangel. Unbedingt. Also wenn man nicht motiviert ist, wenn man sagt, Mensch, ich bin nicht motiviert und das schon seit Wochen, seit Monaten. Ich komme einfach nicht in die Motivation hinein. Darüber werden wir ja gleich sicherlich noch sprechen. Aber Motivation und Nichtrauchen oder aufhören mit dem Rauchen, das sind natürlich zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Jetzt kann man natürlich sagen, das Rauchen hat eine sehr, sehr lange Geschichte. Absolut. Sie sind ja nicht nur eine Medizinerin, sondern Sie kennen sich auch ganz gut in Geschichte aus. Was hat denn das Rauchen für eine lange Geschichte? Ja, eine lange Geschichte. Also man blicke doch nur zurück zu den alten Filmen aus den 60er, 70er und 80er Jahren. Und das kennen Sie doch auch, Clark Gable. Oder auch im deutschen Fernsehen, also weiß ich nicht, der Kommissar oder der Alte. Joachim Fuchsberger. Immer geraucht. Ja, immer geraucht. Und das gehörte doch zum guten Ton. Oder wenn man sich auch die amerikanischen Filme anschaut, also das war schick, das war elegant, das war lässig, das Rauchen. Also das Rauchen hat ein gutes Image, was natürlich für uns Mediziner ganz schlecht ist. Und der Punkt ist natürlich auch gewesen, dass wir lange Zeit gar nicht gewusst haben, wie schädlich oder wie problematisch das Rauchen ist bezüglich der Gesundheit, also Herzinfarktvermeidung, Schlaganfallvermeidung, Vermeidung von bösartigen Tumoren. Das war lange nicht bekannt und da gibt es jetzt ganz rezente und aktuelle Publikationen, dass natürlich auch die Zigarettenindustrie, also die amerikanische Zigarettenindustrie, Philip Morris, British American Tobacco und so, dieses Wissen also auch ganz gezielt unterdrückt hat, dass wir gar nicht gewusst haben, wie schädlich das Rauchen letztendlich ist. Nun, was ist denn das? Warum ist das Rauchen so? Also ich meine, gerade bei jungen Menschen, die haben so eine Stecke in meine Zigarette, das ist natürlich auch cool, ja? Natürlich, aber, natürlich. Warum? Also meine, jeder weiß das, Rauchen ist einfach schädlich, Rauchen kann tödlich sein, ja? Aber jeder tut's oder viele tun's, also jeder Vierte. Ja, da muss ich natürlich ausholen, mittlerweile wissen wir das. Aber dieses Wissen, das ist jetzt bei uns, ist das lange angekommen und auch bei den Medizinern ist das lange angekommen. Dieses Wissen, dass das Rauchen aber so schädlich ist, das wissen wir noch nicht 50 oder 60 oder 70 Jahre, im Gegensatz zum Alkoholtrinken. Da können Sie sehen, alte Zeichnungen, der Absinthtrinker oder so, das war lange bekannt. Aber das Rauchen war nicht bekannt, wie gesagt, und das hat mich auch sehr beschäftigt, weil das also bewusst unterdrückt wurde. Denn man hat immer Versuche gemacht mit sogenannten Maschinen, die atmen, und hat versucht, also das Raucherverhalten zu testen. Und dann haben die Amerikaner eben festgestellt, also die Tabakindustrie hat das festgestellt, dass angeblich der Raucher einmal in der Minute einen Zug tut und dass der Zug 2 Sekunden dauert und dass dann 35 Milliliter Luft in der Lunge ankommt. Und das ist natürlich völlig Quatsch und völlig verkehrt. Das wurde aber nie von der Zigarettenindustrie publiziert oder verändert, diese Normalwerte. Und darauf basiert eben, wenn man so wenig raucht, dann ist es nicht schädlich. Dann macht es keine Tumoren der Lunge, dann macht es keinen Herzinfarkt. Und dieses Wissen ist eben neues Wissen, das wir so seit 20, 30 Jahren erst haben.
Jetzt muss ich einfach mal ausholen. Also Sie werden es wahrscheinlich auch noch wissen, sind viel jünger wie ich, aber Sie werden es auch noch wissen. Also in Flugzeugen wurde gepafft ohne das Ende. Weiß ich noch, ja. Dann am Oktoberfest, man saß im Rauchwolk, man musste die Klamotten anschließen. Wir alle wussten, dass es nicht gut ist, ja, aber keiner hat da irgendwas dagegen getan. Ja, keiner hat durchgegriffen. Und es ist aber warum auch so ist gewesen, das so? Warum ist das so? Ja, weil das Rauchen war in der Gesellschaft angekommen. Und das war eben völlig normal. Und wenn man sich als Nichtraucher, und ich bin auch immer Nichtraucher gewesen. Nie eine Zigarette geraucht? Ja, also ich habe in meinem ganzen Leben, komme ich vielleicht auf 5 Zigaretten. Mhm. Keine davon hat mir geschmeckt, muss ich dazu sagen. Ich habe mir nie eine einzige Schachtel Zigaretten gekauft. Gott sei Dank, weil ich viel Sport gemacht habe in meiner Jugend und glücklicherweise auch nicht in einer Clique gewesen bin, die geraucht haben, weil ich denke, so dieser Nachahmungseffekt hat da eine ganz große Rolle, spielt er da. Und letztendlich ist es ja so, warum beschwert sich keiner? Sie sind ja, um auf den Punkt zurückzukommen, Sie sind ja immer als Nichtraucher eher schikaniert worden, dass man sagt, seien Sie doch jetzt nicht so ungesellig und unsozial, lassen Sie uns doch mal schön rauchen. Also man war nicht erwünscht, wenn man als Nichtraucher gesagt hätte, jetzt hören Sie doch bitte einmal auf zu rauchen. Wissen Sie, wer den ersten Schritt in Europa gemacht hat für Verbot? Irland. Irland? Nein, ja, das ich habe mit dem Gesundheitsminister gesprochen. Das wusste ich nicht. Der bekam Anfeindungen ohne Ende. Das glaube ich sofort. Aber auf der anderen Seite, die Iren sind ja hart im Nehmen. Die haben sich dann draußen irgendwie Leute kennengelernt, haben sich zusammengetan. Aber das ist ja bei uns ja auch so, dass man nicht mehr in Restaurants rauchen darf oder in Gaststätten. Aber so gut ist es nicht, wenn man dann rausgeht bei minus 10 Grad oder schneit draußen, muss eine paffen. Also das hemmt ja schon auch die Raucher so ein bisschen Gott ein. Gott sei Dank, ja, Gott sei Dank. Ist ja so. Jetzt frage ich Sie mal, weil es ist einfach jetzt wieder so eine Frage, vielleicht amateurhaft, aber ich denke, Rauchen ist eine Krankheit. Mhm. Kann man das so sehen? Das ist oder keine, eher Sucht? Ja, oder? Das ist keine amateurhafte Frage. Ja. Rauchen ist eine Sucht. Ja. Und das ist auch ganz bewusst so gemacht. Die Sucht, Rauchen hat ja mehrere Inhaltsstoffe. Mhm. Das ist das Kondensat, also sprich Teer, Nikotin und Kohlenmonoxid oder beziehungsweise Kohlendioxid. Und das Nikotin, das macht eine Sucht. Und deshalb sind Raucher auch kranke Menschen. Man sollte einen Raucher auch dementsprechend als kranken Menschen, als süchtigen Menschen behandeln. Denn das Nikotin, das durchdringt nicht nur das Blut, sondern das geht auch ins Gehirn. Und das Nikotin setzt Glückshormone im Gehirn frei. Das heißt also immer, wenn man sich mit Nikotin belohnt, dann pusht es den Körper so ein ganz kleines bisschen auf und man fühlt sich, zumindest für eine kurze Zeit, fühlt man sich glücklich und befreit. Aber Rauchen macht natürlich auch, erstmal Raucher riecht man. Na klar. Klamotten, man riecht es, aber es macht natürlich auch die Zähne à la longue, also Parodontose, Zahnfleischentzündung etc. Gehen wir doch mal durch diese schädlichen Punkte des Rauchens. Sie als Medizinerin, Sie sind Kardiologin, Sie kriegen ja Menschen auch in Ihrer Praxis, die eben einfach schwaches Herz haben. Dann wird eine der ersten Fragen sein, sagen Sie mir, rauchen Sie? Ja, oder? Ich muss es meistens gar nicht fragen, Sie Herr Lüschön, sondern ich merke das. Ich brauche dann nur noch zu fragen, wie viele rauchen Sie? Okay. Sind es 15 oder vielleicht 20 oder sogar mehr Zigaretten? Man merkt es den Menschen an, so ein bisschen auch an der Einstellung. Und was meinen Bereich anbelangt, macht das Rauchen natürlich unglaubliche Schädigungen. Und das Rauchen führt zu einer Gefäßverkalkung. Weil, und da bin ich wieder bei dem Nikotin, weil das Nikotin die Gefäße verengt. Durch die Gefäßverengung steigt der Puls an, steigt der Blutdruck an. Dadurch kommt es zu Gefäßschädigungen und das Nikotin schädigt die Gefäße auch unmittelbar selber, und zwar die Innenschicht der Gefäße, damit dann eben die Schadstoffe, sprich Cholesterin und so weiter, in die Gefäßwände hineingehen können und dann eben die Verkalkungen machen können. Und die Verkalkungen sind dann natürlich letztendlich der Wegbereiter für den Herzinfarkt und für den Schlaganfall. Dann macht das Cholesterin eben zusätzlich eine Erhöhung, also im negativen Sinne eine Erhöhung des schlechten Cholesterins, und es verändert auch die Gerinnbarkeit des Blutes. Das heißt, das Blut gerinnt eher. Könnte man denken, oh, das ist doch toll, wenn ich einen Unfall habe, gerinnt das Blut besser, aber das ist eben ganz schlecht, denn das verklumpt in den Gefäßen und führt eben dann auch zum Schlaganfall und zum Herzinfarkt. Und jeder weiß eben, insbesondere junge Frauen, die rauchen und vielleicht Hormone nehmen, also sprich die Pille nehmen, dass die ein erhöhtes Risiko für tiefe Beinvenenthrombosen und Lungenembolien bekommen. Also das Rauchen ist unglaublich schädlich.
Was mich so ein bisschen wundert, also ich habe ja mit vielen Ärzten zu tun, und ja, jeder Arzt oder jede Ärztin macht ja auch Blutbilder und man kann ja auch sehen, im Blut ist da was oder natürlich so. Und wenn jetzt einfach der Arzt fragt, sagen Sie mal, wie viele Zigaretten rauchen Sie am Tag, dann sagt der Patient, ja, 20. Wie lange machen Sie das schon? Meistens fragt man da gar nicht mehr, wie lange machen Sie das schon? Das ist ja eine Addition des absolut Ganzen. Und ja, und dann kommt vom Arzt meistens wenig zu dem Thema, hören Sie damit auf. Denn wir wissen heute, wenn man damit aufhört, also mal, wenn man bis 30 geraucht hat und man hört auf, ja, hat man die Chance, 10 Jahre länger zu leben. Ja. Denn Rauchen ist auch eine Lebensgefahr. Ja. Richtig, ist so, richtig. Und natürlich, auch wenn es für den Patienten unangenehm ist und unkomfortabel ist, aber natürlich muss man immer draufbleiben und sagen, Rauchen schädigt und hören Sie auf. Und man muss natürlich den Patienten motivieren, mit dem Rauchen aufzuhören. Und das ist, Wie machen Sie das? Ist schwierig. Wenn Sie jetzt mal jemanden haben, der einfach, nein, es ist ja wirklich so, Rauchen ist ja irgendwann auch mal, wenn man nicht aufhört, geht es ja in Richtung Lebensgefahr. Natürlich. Ja. Früher oder später holt das Rauchen jeden Menschen und jeden Patienten ein. Und das muss man auch so vermitteln. Und es heißt nicht, dass jeder einen Herzinfarkt kriegt oder jeder einen Schlaganfall. Aber da gibt es ja noch viele andere Themen. Durchblutungsstörungen der Beine. Lunge. Lungenerkrankungen, also chronische, schwere Lungenerkrankungen bis hin zu Tumoren. Ja. Dann, Sie haben es angesprochen, natürlich Mundhygiene. Mhm. Die Durchblutung des Zahnfleisches ist nicht mehr so gut. Und wieder direkt aufs Herz dann auch. Weil und es geht auf das Herz, das ist völlig richtig. Bei Frauen das Thema natürlich Schönheit, Jugend, Gesundheit. Haut. Die Haut ist ein ganz großes Thema. Natürlich altert ein Raucher. Und das ist unabhängig vom Geschlecht oder so. Der Mann genauso wie die Frau. Nur wir Frauen wollen ja immer frisch und jung und schön aussehen. Aber wir Männer schon auch. Also nicht nur die Frauen. Also, da gibt es schon auch Wettbewerb. Hoffe ich doch. Ja. Und da sieht man es natürlich der Haut auch an. Die Haut wird nicht mehr so durchblutet, ist nicht mehr rosig, wird schneller faltig. Und das sind alles Themen. Und dann ist es ja so, es ist ja eine Abhängigkeit. Eben, wegen des Nikotins. Ich war gestern da beim Andexer gesessen. Mhm. Und das ist immer schön, man merkt ja dann auch, dass wir im München TV schon ganz gut gesehen werden. Dann kamen also Leute, und dann kam so ein Pärchen aus der Schweiz. Ich habe geglaubt, ich sehe dich recht. Es waren Kettenraucher. Aber also draußen vor der Tür? Nein, ich saß draußen, weil es war gestern ein schöner Tag. Ich saß draußen so am Stammtisch, dann, der hat eine Zigarette nach der anderen gezogen. Sagen Sie doch mal, was passiert denn da im Organismus? Bis hin, also wie ein Alkoholiker, der sagt, ich zittere, oder? Ja, also dieses, ich rauche 20 oder 25 Zigaretten, das ist ja so ein ganz guter Schnitt bei einem Raucher. Das heißt, wenn man das runterbricht, jede halbe Stunde rauche ich eine Zigarette. Das ist letztendlich die Halbwertszeit des Nikotins. Dann fällt der Nikotinspiegel im Blut ab und dann hat man eben, weil es eine Suchtkrankheit ist, das Gefühl, jetzt muss ich die nächste Zigarette rauchen. Der Herzschlag steigt an, der Blutdruck steigt an, die Gefäße verengen sich und das eben über die Zeit, das ist eben das ganz große Problem. Warum? Das Rauchen gibt so einen Kick. Das Rauchen gibt einen Kick, dass man sagt, ich fühle mich jetzt für einen Moment so ein bisschen vitaler und frischer, aber eben nur für einen kurzen Moment. Und das lässt, wie gesagt, nach 20, 30 Minuten wieder nach und dann kommt eben die Sucht und dann kommt die nächste Zigarette. Aber Sie haben gesagt, 20 Millionen rauchen, das stimmt in Deutschland. Das ist jeder vierte Mensch, das muss man sich einmal vorstellen, das ist unglaublich viel. Aber jeder dritte möchte eigentlich aufhören. Aber hört nicht auf. Aber ihm fehlt die Motivation. Ja, ihm fehlt die Motivation. Aber jetzt noch was anderes. Dieses immer wieder zur Zigarette greifen, das hat ja auch Auswirkungen. Es geht ja manchmal, dass man nachts nicht schlafen kann, rauchst du wieder richtig, eine Zigarette. Richtig. Jetzt kommt ja noch die Kombination mit Alkohol. Das verstärkt ja beides. Das verstärkt beides. Ja, man sitzt gesellig im Restaurant oder so, sitzt man zusammen und Alkohol. Viele sagen so ein bisschen ketzerisch, das eine verengt die Gefäße, das andere erweitert die Gefäße und dann hebt es sich auf. Das stimmt natürlich nicht. Jede Sucht spielt für sich. Alkohol ist zwar in geringen Mengen nicht so gefährlich, aber schädigt natürlich am Ende des Tages die Gesundheit ganz genauso. Und eins ist vielleicht noch ganz wichtig, was ich erwähnen möchte, der Mechanismus,
Herz, für das Herz-Kreislauf-System und insbesondere für die Gefäße ist die eine Sache. Aber für die Lunge ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Da spielt natürlich der Teer, also das Kondensat, eine unglaubliche Rolle, die man eben immer in die Lunge inhaliert. Und ich habe mir das einmal von einem Experten erklären lassen. Also Teer kennt ja jeder, das ist das, was man auf der Straße hat. Man teert die Straße, man teert aber im übertragenen Sinne auch seine Lunge von innen. Und es ist so viel bei einem Raucher, der 20 Zigaretten am Tag raucht, als würde er so eine Tasse Teer in die Lunge hinein inhalieren. Jetzt ist es so, es gibt ja diese wirklich unheilbare Krankheit OCPD. COPD. COPD, Entschuldigung. Ja. Sie sind die Medizinerin, darum haben wir Sie in der Sendung. Genau. Sie, korrigieren Sie, das motiviert mich ja. Nächstes Mal sage ich es richtig. Ja? So, also, ist aber schwierig auch. Ich weiß. Aber das ist ja eine Krankheit, die wirklich im dritten Drittel des Lebens meistens aufkommt. So wie überhaupt Raucherkrankheiten. Also wenn es wirklich mal, wenn einer ständig raucht, im dritten Drittel des Lebens kommt das. Ich war mal eingeladen an einer Silvesterfeier, da saß mir gegenüber ein Lungenfacharzt. Und der hat mir das mal erzählt. Ich habe gedacht, boah, Gott sei Dank habe ich nie geraucht. Ja. Er sagt, da kommen zu mir Menschen in meine Praxis, ein Röntgenbild, das war's dann. Ja. Das ist natürlich auch Lungenkrebs. Aber diese Krankheit, sagen Sie mal was über diese Krankheit, die im Grunde die Lunge im Grunde nicht mehr fähig macht. Das ist so, wie wenn man einfach sagt, die Luft ist draußen. Ja, völlig richtig. Natürlich muss man fairerweise auch dazu sagen, das kriegen auch Menschen, die nie eine Zigarette angefasst haben. Ja, aber mehrheitlich es ist beim Rauchen natürlich ein ganz großes Problem. Also das fängt an mit dem Teer, also mit dem Kondensat, was man inhaliert. Und wir haben in der Lunge so kleine Flimmerhärchen. Und diese Flimmerhärchen, die, bewirken, dass immer so ein bisschen Schleim, der in der Lunge natürlich ist, den jeder Mensch hat, aus der Lunge heraus abgehustet wird. Und diese kleinen Flimmerhärchen, die werden zugeteert, dass die nicht mehr funktionieren können. Also sprich, der Schleim läuft nicht raus, sondern geht in die Lunge hinein, was natürlich der Bewegbereiter für chronische Entzündungen in der Lunge ist. Zum einen. Zum anderen, dann kommt wieder das Nikotin. Das Nikotin verengt nicht nur unsere Gefäße, sondern das Nikotin verengt auch unsere Bronchien. Die Bronchien werden enger und jetzt kommt eben der Punkt, die Luft geht rein, aber die Luft kommt nicht mehr raus. Und das ist eben chronisch. Chronisch O steht für Obstruktion, das heißt also die Bronchien werden verengt. Genau, und dann geht die Luft rein und jetzt muss man sich das vorstellen, der Kranke, der kann die Luft nicht mehr ausatmen. Das heißt, die bleibt in den Lungenbläschen stehen und die zerplatzen, die Lungenbläschen. Das heißt, es steht weniger Fläche zur Verfügung, um den Gasaustausch, also sprich Sauerstoff ins Blut, Kohlendioxid aus dem Blut heraus, wieder raus zu befördern. Und die Lungenbläschen platzen und dann gibt es eben so große Blasen. Und das, vielleicht haben Sie das einmal gehört, das ist das sogenannte Lungenemphysem. Mhm. Und es steht einfach für die Atmung weniger Lungengewebe am Ende des Tages zur Verfügung. Und das macht eine unglaubliche Luftnot. Das Ganze endet dann so, dass man eben einfach einen stetigen Begleiter hat, nämlich einen Sauerstoff. So ist es. So ist Wägelchen oder so. Und im Endstadium funktioniert selbst das nicht mehr. Das heißt, man erstickt. Ja, es ist ganz furchtbar. Also ständig Atemnöte, man hustet ständig, es gibt auch Auswürfe. Also, ganz richtig. Und das Schlimme ist natürlich, der Körper kann viel kompensieren. Natürlich, wenn ein 20-Jähriger oder ein 25-Jähriger raucht, der hat überhaupt keine Beschwerden. Der läuft vielleicht sogar noch 10 Kilometer und kann das gut kompensieren. Aber, und da sind wir wieder bei unserem Punkt, das Rauchen holt einen ein, denn diese chronisch obstruktive Lungenerkrankung, die kommt dann eben mit Ende 50 oder mit 60. Aber jetzt schalten wir mal auf Motivation um, denn wir können ja nicht nur sagen, was das alles schlecht ist, sondern wir wollen ja auch möglichst viele Raucher oder Raucherinnen, die zugucken, sagen, heute ist die letzte Zigarette gewesen. Was motiviert denn Sport, Bewegung? Ja? Richtig. Eben einfach sagen, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe jetzt einfach 10 Tage nicht eine Zigarette genommen. Also jeder Tag, wo ich davon weg bin, motiviert immer mehr. Ist doch so, oder? Genau, die Frage stelle ich natürlich auch gleich einmal zurück. Ist ein ganz schwieriges Thema. Wie motiviere ich einen Raucher, der ja auch abhängig ist und süchtig ist, dass er nicht mehr raucht? Das geht aber natürlich für schwierige nur Themen, Frau Dr. Richards, brauchen Sie die Motivation? Brauchen wir die Motivation? Sonst hört er nicht auf. Wir beide. Also das heißt, man muss nicht nur drohen und sagen, was da alles so, sondern man muss auch sagen, Sie schaffen das. Das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt. Denn das Drohen, das tut ja die Werbung mittlerweile. Ja. Das heißt, auf den Zigarettenschachteln sind die ausgefallenen Zähne. Hilft nichts. Bringt
eigentlich gar nichts. Ja. Also ich wüsste nicht einen einzigen Raucher, der sagt, oh, das habe ich aber jetzt nicht gewusst, jetzt höre ich sofort auf zu rauchen. Also das funktioniert ja nicht. Das heißt, also man muss für sich selber ein Ziel entwerfen und ein positives Bild entwerfen, dass ich sage, ich setze mir ein kleines Ziel, ich rauche eine Woche nicht und dann rauche ich 14 Tage nicht und dann rauche ich 3 Wochen nicht und versuche dann aber auch festzustellen, wie es mir und meinem Körper besser geht. Ich habe eben einen Freund, der war auch mal in der Sendung gewesen und ich habe ihn motiviert. Richtig. Er hat eben diese schreckliche Erkrankung. Der hat, glaube ich, über, weiß nicht, 800.000 Zigaretten in seinem Leben geraucht. Ja, und er ist so dankbar und er ruft mich immer an und sagt, Erich, ich habe keine Zigarette mehr angerührt. Obwohl er vorher, ja, bevor wir die Sendung hatten, er gesagt, du sagst es jetzt in die Fernsehkamera oder du verlierst mich als wirklich Freund. Und er war bei x Ärzten, er war in Kliniken und er hat im Klinik hat er wieder geraucht oder so. Also das bringt überhaupt nichts. Man braucht dazu einen Menschen, der einen motiviert. Richtig. Das ist auch unser Motto. Motivation, Gesundheit. Es ist doch viel schöner, gesund zu sein und einfach das Leben zu genießen, fröhlich zu sein, gut drauf zu sein, gute Energie zu haben. Und das geht. Man kann beim Rauchen aufhören, aber es braucht Menschen. Wenn also jetzt in der Familie die Frau sagt, ja, dann rauch doch du oder so. Das ist eine Demotivation. Ja, es ist immer der Kampf. Das ist natürlich das Problem. Es ist immer der Kampf vom Arzt mit dem Patienten, von der Ehefrau, Ehemann, dass man sagt, nun hör doch auf, nun mach es doch nicht. Letztendlich ist es aber so, positiv motivieren, dass man sagt, Mensch, toll, jetzt hast du schon eine Woche nicht geraucht, wie schön. Und selbst nach einer Woche, nach dieser Kürze der Zeit, kann man eben feststellen, dass sich vieles schon verbessert hat. Und auch da immer wieder motivieren und sagen, nicht das negative Bild, es kann 1, 2, 3, 4, das und das passieren, wenn man weiter raucht, sondern wenn man nicht weiter raucht, auch positive Bilder entwerfen, was sich alles wieder Gutes im Körper tut und was sich eben auch wieder regeneriert. Also beispielsweise, wenn man 10 Jahre nicht geraucht hat, das ist zwar jetzt eine lange Zeit, aber dann ist zum Beispiel das Risiko, einen bösartigen Tumor in der Lunge zu bekommen, so wie in der Normalbevölkerung. Und das lässt doch hoffen. Und das heißt also immer positiv motivieren dahingehend, dass man sagt, also es lohnt sich immer aufzuhören. Und nicht drohen, das ist ganz wichtig. Nicht drohen. Ja. Dazu kommen natürlich gewisse, ich hätte fast gesagt, Mythen, die sich so halten. Was ganz, ganz schwierig ist und wo ich auch immer versuche, gegen anzukämpfen. Aber diese Negativmythen in den Medien, die halten sich so. Beispielsweise für Frauen ist ein Treiber, also ich sage jetzt extra nicht Motivator, sondern ein Treiber weiter zu rauchen, dass sie sagen, dann nehme ich an Gewicht zu. Und das stimmt überhaupt nicht. Das hält sich so als Mythos und man meint dann auch, man nimmt zu, aber das ist wirklich Quatsch. Also der Stoffwechsel stellt sich zwar um, wenn man nicht mehr raucht, aber man nimmt definitiv nicht zu. Höchstens dahingehend, dass man die eine Sucht durch die andere Sucht ersetzt. Das heißt, ich rauche nicht mehr und versuche das eben durch etwas mehr Nahrungsaufnahme zu kompensieren. Ja, ja, aber man kann sagen, ich rauche nicht mehr, mache dafür mehr Sport. Oder ich gehe mal zum Schwimmen. Das wäre das Allerbeste. Oder ich fahre Fahrrad. Wie fühlen Sie sich denn? Sie haben ja sicherlich bei Ihren Patienten oder Patientinnen auch einige vom Rauchen weggebracht. Wie fühlt man sich da als Ärztin? Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Also es ist immer ein Spiegelbild. Win-win. Also es ist immer eine Win-win-Situation und ein Spiegelbild. Das heißt also, wenn ich die Patienten motiviert habe, nicht mehr zu rauchen, dann freue ich mich natürlich auch und das spiegele ich auch dem Patienten wieder, dahingehend, dass ich ein wirkliches Interesse habe, dass der jeweilige Patient auch aufhört und auch bleibt und nicht wieder anfängt. Denn das ist ja auch häufig etwas, was ich ganz häufig kritisiere, dass dann die Freunde sagen, ach, es ist so ein schöner Abend, jetzt raucht doch noch mal eine mit, die eine, das geht schon. Dann nein. Dann geht es wieder los, weil das, die Sucht wieder da. Dann geht es nämlich wieder los, die eine ist schon zu viel. Jetzt muss man natürlich auch mal sagen, fairerweise, die jungen Menschen, die Jugend raucht nicht mehr so viel, sind weg, aber es gibt die E-Zigarette, es gibt richtig. So die Wasserpfeifchen. Richtig. Und da sagen ja manche, Vorsicht, das könnte so ein kleiner Einstieg sein für irgendwelche Drogen. Ganz genau, später. Ganz genau. Dran? Ganz genau so ist es. Die E-Zigarette, schön, dass Sie das ansprechen, das liegt mir wirklich im Magen. Denn das ist so, wird so verharmlost. Nicht? Das glimmt da vorne so ein bisschen. Ist eine kleine Batterie drin. Aber es kommt ja letztendlich eine Flüssigkeit rein, das sogenannte Liquid. Und in diesem Liquid der E-Zigarette ist auch Nikotin drin. Das heißt also, hier haben wir wieder das Thema der Abhängigkeit.
Und weil die ja auch relativ preiswert sind. Also kann man viel mehr verkonsumieren und vermeintlich wird das so verharmlost. Einmal als Einstiegsdroge, eben um richtig zu rauchen, zum einen. Und zum anderen wissen wir gar nicht, was das Verdampfen des Nikotins macht. Also beispielsweise in der Mundhöhle, ob wir dann in 5 oder 10 Jahren nicht ganz andere Erkrankungen kriegen. Also ich kann da nur vorwarnen, nicht damit anfangen. Ich muss natürlich sagen, in etwa sterben 120.000 Menschen in Deutschland an den Folgeerkrankungen des Rauchens. Dass jeder ist einer zu viel. Ja, richtig. Richtig. Und es sind ja auch, wir reden ja nicht über kleine Narben oder kleine Wunden, wir reden ja wirklich über lange chronische Erkrankungen. Das, was Sie angesprochen haben, die chronischen Lungenerkrankungen, das ist ein langes Siechtum. Auch schleichend. Richtig, das ist ein langes Siechtum. Und davon muss man natürlich auch Menschen beschützen und bewahren. Naja. Jetzt müssen wir natürlich eines sagen. Bei allem, wo man merkt, man tut zu viel des Negativen, braucht es Disziplin. Und Disziplin ist im Grunde ein sehr guter Grundwert. Also auch ohne Disziplin wird man nicht motiviert. Ja? Das heißt, es braucht richtig die Disziplin. Und gerade wenn man irgendwie mit irgendwas aufhören möchte, ist auch so, mit, wenn irgendwie man sagt, eine Beziehung tut einem nicht gut, ja, ich muss damit aufhören, es zieht mich runter, ich rauche zu viel oder ich trinke zu viel Wein, oder was, dann muss ich diszipliniert sein und sagen, so, jetzt komme ich da raus. Dieses Rauskommen ist ja immer am Anfang ganz, ganz schwer, aber man bekommt dann, desto länger man also weg von der Zigarette ist, desto mehr kriegt man Kraft, desto mehr freut man sich, desto mehr ist man motiviert. Und man kriegt auch wieder mehr Luft. Also das man ist kriegt mehr Luft, das ist natürlich man kriegt auch mehr Freude, man geht vielleicht nimmt den Aufzug nicht, man geht rauf und man spürt. Und es ist auch irgendetwas, wo man so ein bisschen das Alter so ein bisschen in den Griff kriegen kann und sagen, hey, ja. Ich habe Patienten, die wunderbarerweise aufgehört haben zu rauchen und die sagen, es ist eigentlich relativ einfach gewesen, denn der Nikotinentzug, der ist schon nach 3 Tagen ist der letztendlich vorbei und die sagen im Nachhinein, hätte ich gewusst, wie einfach es ist, hätte ich schon viel früher gemacht. Wir sind schon wieder am Ende der Sendung. Vielen herzlichen Dank für Ihre professionellen Betrachtungen, wie man das Rauchen vielleicht in den Griff kriegt. Liebe Zuschauer, bitte, sollten Sie rauchen, dann war es heute die letzte Zigarette. Und wenn Sie Nichtraucher sind oder Nichtraucherin, motivieren Sie einfach einen Raucher, dass er aufhört. Wir sehen uns wieder bei Motivation Gesundheit. Bleiben Sie gesund. Bis dahin eine schöne Zeit. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business-TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business-TV-Format. Sie wurde unterstützt von der Lejeune Academy München.